Die Moses-Typologie durchzieht die beiden johannäischen Bücher, also das Johannesevangelium und die Offenbarung, inhaltlich. Jesus wiederholte das große Werk des Moses, den Exodus Israels, in einer unverhältnismäßig größeren Erlösung seiner Erwählten, nämlich in ihrem Loskauf weg von der prophetischen Vollerfüllung Ägyptens. Durch sein Opfer auf Golgatha befreite er seine Gemeinde aus der Autorität der jetzigen Stadt Jerusalem. Denn letztere ist der gesetzliche Antitypus des Ortes der Knechtschaft Israels. Diese Identifizierung Jerusalems mit dem frühen Ort der Bedrängung des Volkes Gottes wird im Buch Offenbarung klar gelehrt. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch der Herr gekreuzigt wurde. Sowohl in Sodom als auch in Ägypten bewahrte Gott seine Erwählten durch rasche Aktionen vor einem katastrophalen Gericht. Es ist bezeichnend, dass seine Propheten die große Hure Babylon gleicherweise als einen Ort der Bedrängnis seiner Berufenen schildern, von wo aus er sie in einem zweiten Exodus befreit. Der Ort, an dem das wahre Passahlamm geopfert wurde, ist nämlich Jerusalem, so dass die Identifizierung dieser Stadt als die große Ägypten bestätigt wird. Johannes 1, 29, Johannes 19, 36 und 2. Mose 12, 46 belegen ebenfalls, dass diese Zuordnung richtig ist. Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 19, 36 in der Schlachterübersetzung. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. 2. Mose 12, 46 in der Schlachterübersetzung. In einem Haus soll man es essen, ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die in der Tora geschilderte erste Befreiung der Erwählten durch den ersten Moses hängt mit dem Johannesevangelium und der Offenbarung inhaltlich zusammen. Durch diese Texte wird der wahre Moses, Jesus Christus, identifiziert.